Und hallo und willkommen zurück zu Die Smaragd Maid oder The Emerald Maiden, der Symphonie der Träume, Symphony of Dreams, glaube ich im Englischen. Ich hoffe es mal, ich bin mir nicht mehr sicher. Wir haben noch das Bonuskapitel und zwar An die Küste. Dann gehen wir doch direkt mal los. Wir spielen das geschäftlich. You have come upon a great misfortune, all of you. You've survived the destruction of a facility that's no longer of any interest to the Dream Corporation. A relic of our past failures. We've been trying to recover the artifact, and lo and behold, you brought it right into my hands. Now its power is mine. Ah, today is a new day. I'm afraid to say you've witnessed too much. But nothing to worry about. We have plans for clever little people like you. Take them away. Oh, my, my. You've grown into such a fine young lady. I'd love to catch up, but we must flee from here immediately. Find a way to release this lock, and please, take caution. The Dream Corporation are a dangerous bunch, and they do not take kindly to anyone poking around in their business. Okay, interessant, dass du direkt neben mir gesprochen hast, obwohl du eigentlich da drüben stehst und der Typ eigentlich alles mitgehört hat. Aber egal. Du müsstest ja eigentlich genauso alt sein wie ich, ne? Nur dein Mann, der müsste ziemlich alt sein, weil der ist ja nicht eingefroren gewesen, glaube ich, oder? Oder zumindest ist da so versetzt gewesen. Gucken wir mal. So, ach du meine Güte. Ja, da können wir erstmal nicht viel machen, würde ich sagen. Wir sitzen also im Knast. Was haben wir denn hier? Wetten, dass ich die Wache ablenke, indem ich die Vögel erschrecke? Kann ich mit dir quatschen? Hey, keep it down in there. You got no business complaining. You brought this on yourself. Er hat sogar die Logos da drauf. Interessant. Was haben wir hier? Ah, okay, wir können die Vögel erschrecken. What was that? Oh, great, I better go check it out. Ja, du checkst das mal out und ich gucke mal, dass ich irgendwie... Da komme ich nicht ran, ich muss irgendwie näher ran. Hier. Wenn ich die Schaufel umwerfen könnte, bin ich sicher, dass ich da ran käme. Okay. Ha, pathetic. I'm not that stupid. What are you gonna do next? Play sick? All this trick in a book. Okay. Das kriegst du jetzt aber nicht mit, ne? Ha! So, jetzt habe ich eine Nadel und jetzt muss ich... Oh Mann. Echt? Benutze die Nadel, um die Zuhaltungen hoch oder runter zu bewegen. Schließe die ganze Sequenz ab, um das Schloss zu knacken. Ich weiß ja nicht mal, was ich... Okay, das war falsch. Runter. Runter. Das war falsch. Okay. Das kriegt er nicht mit. Wie kann ich den hochdrücken, wenn der da sitzt? Das geht doch gar nicht. Oh, Mann. Okay, rauf. Rauf. Runter. Auf, runter, auf. Ich komme aus dem Gefängnis. Okay. Der pennt sich ein. Ey, wie kann der. Der kriegt auch nichts mit hier, ne? Handabdruck, Volltreffer, Angelhaken. Wie Volltreffer? Muss ich hier irgendwas machen? Papierrolle, Würfel, Moon. Moon? Das ist, glaube ich, nicht übersetzt worden, oder? Kerze, Stern, Korken, Taube, Sonne und Katze. Jetzt habe ich alles durchgelesen und jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich das alles finde. Sterne haben wir hier überall. Überall. Da ist ein Stern. Da ist ein Würfel. Würfel. Wo ist denn noch ein Würfel? Da ist noch ein Mond. Brauchen wir einen Mond? Ja, Monde brauchen wir 3 Stück sogar. Oh Mann. Da ist noch ein Stern. Da ist noch ein Mond. Okay, ein Volltreffer ist hier. Der Pfeil fehlt. Wo ist denn der Pfeil?
Gute Frage. Hier haben wir noch eine Biene. Kann ich die noch für irgendwas gebrauchen? Papierrolle? Papierrolle? Da ist noch ein Mond. Was haben wir noch? Ein Angelhaken. Wo ist denn hier ein Angelhaken? Bitteschön. Wenn, dann ist er bestimmt... Oh, hier. Okay, ich habe nichts gesagt. Ein Würfel. Jetzt brauchen wir noch Kerzen. Kerze ist hier. Und noch eine Kerze ist... da ist eine Papierrolle. Was ist das? Er steckt wirklich fest. Ich muss einen Korken da rausziehen. Und wo ist der Korkenzieher? Weiß ich gar nicht. Hier ist noch ein Ring. Brauchen wir einen Ring? Nee. Ein Volltreffer, eine Taube. Ist da oben? Ach da. Das kriegt er auch nicht mit. So, das war ein leiser Volltreffer. Eine Katze ist... wo ist denn hier eine Katze? Da ist eine Katze. Okay, er mag also seine Katze gerne. Eine Kerze brauche ich jetzt noch und dann muss ich noch einen Korken. Hier ist ein Korkenzieher. Okay. Heimlich aufmachen, so. Und jetzt brauche ich noch eine Kerze. Wo liegt die denn? Ist die versteckt? Ne, die müsste ich eigentlich sehen, die Kerze. Da ist die Kerze. Jetzt habe ich einen Angelhaken. Was mache ich mit dem Angelhaken? Please, you must hurry, my dear. Wie? Ich muss doch alle rausholen. Stoppe den bösen Plan der Dream Corporation Agent. Was ist das hier? Ich kann diese Falle nur öffnen, wenn ich den richtigen Gegenstand reinstecke. Ich sollte mich fernhalten. Okay. Dann gehe ich ja am besten hier hin, damit... Oh, da geht's nicht. Einer der Flaschenzüge fehlt. Kann ich mit dir... Ah, you made it out? My name's Randy. Been fishing these seas for almost 30 years. Listen, sweetheart. Move along and I won't say nothing. I'm used to turning the other cheek around these parts. If I were you, I'd head to the lighthouse across the way. They've been setting up something big there. Rumor has it, they plan to use some artifact to control the world. Some sort of mind control device or something. If you find a way to stop them, come and see me. I'll get you and your folks out of here. Take this. Perhaps it'll help you out. Good luck to you. Okay, danke schön. Messer. Das ist natürlich nicht schlecht. So eins hatte ich auch mal gehabt. Wer bist du denn? Hey, man. Lady. The name's Marty. What brings you to the beach? If you're wondering why I set up camp here, let me fill you in. Those snaky grubs from Dream Corp rolled into town and stole the show. I've heard whispers of some underwater theater that they're trying to yank some artifact out of, but that's none of my business, man. My gripe is that they blocked off the lighthouse and made me park my van on the beach to stay out of the way. Such a bummer. They expected that I'd just bug out, but that's not how I roll, man. I need to be free. Politics, eh? Man, I'm thirsty. Listen, you bring me a rainbow soda from the machine in town, and I'll give you something super cool. What do you say? Okay, was richtig cool ist, eine Regenbogen-Drink oder was? Okay. Minzpastillen. Da. Okay. Ein Ziffernblatt sehe ich jetzt gerade nicht. Ein Tomahawk, was? Was ist denn hier ein Tomahawk? Kleeblatt hatte ich gesehen. Ne, das könnte ich. Wo war das da? Eine Schleife, Kompass. Eine Kurbel. Jetzt muss ich erstmal gucken hier. Schleife, Kompass, Kurbel. Schleife, Kompass, Kurbel. Ich sehe wieder gar nichts. Das fängt ja wieder gut an. Zahlen muss ich noch finden. Die sind hier versteckt. Eine Nummer fehlt. Natürlich fehlt eine Nummer. Da fehlt eine Nummer. Hier. Zahlen. Eine Schabe. I. Da. Eine Maske habe ich auch gesehen. Ist da drin. Ein Boot habe ich gesehen. Ist hier auf der Radkappe. Gift. Natürlich. Er hat auch Gift immer am Strand liegen. Ist ja klar. Ein Kompass. Jetzt geht's los. Jetzt gibt's wieder Stottern hier. Kompass, Schleife und Kurbel. Kompass, Schleife und Kurbel. Hier ist eine Kurbel. Ziffernblatt. Ja, das müsste hier dran, ne? Wo ist denn das Ziffernblatt? Was haben wir hier? Gehört das zum Tomahawk? Hier? Jo. Okay. Alles klar. Ein Ziffernblatt, Schleife und Kompass. Ziffernblatt müsste ich sehen. Wo ist hier ein Kompass? Ich sehe hier gar keinen Kompass. Sch-
Schleife. Eine Schleife könnte ich vielleicht noch finden, wenn ich jetzt nicht so doof bin. Ich bin echt blind gerade. Das gibt's ja nicht. Wo haben wir denn, Das ist ein Fächer, oder was ist das hier? Das sieht auch komisch aus. Tja. Also da ist, das ist ein Ziffernblatt, okay. Ich dachte jetzt das andere ist ein Zeiger. Warte mal. Okay. Jetzt brauchen wir noch einen Kompass. Wo der sein soll, weiß ich jetzt auch nicht genau. Ein Kompass. Ich erwarte jetzt irgendwas mit da. Okay, das habe ich natürlich nicht gesehen. Das ist natürlich direkt vor meiner Nase, sehe ich nicht. Bin ich total blind. Eine Schleife brauchen wir noch. Hängt die hier noch irgendwo eine Schleife? Eine schöne, schöne Schleife? Irgendwo hier? Ich sehe gerade keine Schleife, das gibt's doch nicht. Eine Schleife. Frage ist, was für eine Schleife? Es gibt ja verschiedene Arten von Schleifen. Aufgezeichnete oder richtige Schleifen. Aber ich sehe gerade keine. Keine Schleife. Ich gehe von so einer, wie heißt es? Schleife, hier sowas. Sowas hier als Schleife. Aber das ist, glaube ich, nicht eine Schleife. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe die hier gerade nicht. Oh, das ist irgendwas anderes, weil es nicht so übersetzt ist. Okay. Jetzt habe ich eine Kurbel. Was ist das denn? Da fehlt was. Das Logo des Vans fehlt. Okay, wie konnte das passieren? Da ist Helferbot. Finde alle Teile, um ihn zu reparieren. Ich brauche eine Kameralinse. Das weiß ich nicht. Das ist das wie der Akku vielleicht. Und das ist eine Sicherung oder so? Helferbot hat es echt geschafft. Was haben wir hier? Das X markiert die Stelle. Sieht aus, als wäre da etwas von ab. Natürlich, das X markiert immer die Stelle. Die 3. Ganz wichtig. Jetzt habe ich eine 3 gefunden. Was mache ich mit der 3? Ich habe keine Ahnung. Kann ich hier... Ne, da muss das andere Ding erst dran. Was musste hier drauf? Ein Krebs. Kann ich hier auf deinem Boot noch gucken? Da ist noch was. Was ist das denn? Ich muss das... ich muss die Schrauben entfernen. Kann ich das mit dem Messer entfernen? Nein. Ich habe einen Angelhaken. Oh, hier ein Angel. Die Kurbel fehlt. Hier, Kurbel. Und ein Haken. Okay, dann angel mal. Aber ich habe nichts zum Angeln eigentlich, ne? Ich habe was geangelt. Was habe ich denn geangelt? Ein Logo. Wie kommt das denn da rein? Okay, dann mal zum Strand. Dann baue ich dir das Logo an. Dann fällt wahrscheinlich gleich die Tür raus oder so. Ach, die Motorhaube. Okay, jetzt habe ich einen Schraubendreher. Damit können wir natürlich die Schrauben lösen. Na komm, Schrauben lösen. Und dann habe ich einen Rettungsring. Und was mache ich mit dem Rettungsring? Kann ich den da dran binden? Das scheint nicht zu funktionieren. Ich würde gerne den Rettungsring... Das da muss da drauf. Jetzt habe ich einen Rettungsring. Was mache ich denn mit dem Rettungsring? Unter 3. Ein Kartenteil, ein Angelmesser. Müssen wir ins Gefängnis gehen? Warte mal. Nee, ich muss das am Strand machen, okay. Da ist noch was. Da draußen im Wasser leuchtet was. Hier, schmeißen Ring hin. Was zum Geier habe ich da gerade geangelt? Und wie geht das? Improvisierte Batterie. Okay, können wir die da reinsetzen? Okay, jetzt hat er schon mal eine Batterie. Jetzt brauche ich noch eine Kameralinse und, okay, dann, wenn das eine Batterie ist, dann weiß ich nicht, was das ist. Eine Klappe oder so? Ich habe keine Ahnung. Sieht echt lediert aus. Schraubendreher. Kann ich noch irgendwas irgendwo abschrauben? Ich komm. Come on, you're killing me, lady. You scratch my back and I'll scratch yours. You did? Nee, ich glaube nicht, dass das mein Ding ist. Was kann ich denn noch machen? Ich muss noch was am Strand machen. Was muss ich denn am Strand noch machen? Ich studieren gefallen und fürs mir gefallen. Oh, ich nehme deinen Van erstmal auseinander. Okay. Wie kommst du denn da drauf? Hast du da einfach Sachen geklaut oder was hier? So, jetzt kann ich das hier reinmachen. Und jetzt. Oh. Ah, blasted net! You better run fast!
I'm not the only agent on duty. You'll be caught in no time. Ja, ja. Ich gehe da mal ins Stadtzentrum. Was haben wir denn hier? Der Knopf fehlt. Natürlich fehlt der Knopf. Was haben wir hier? Eine Meerjungfrau auf einem Anker. Okay, und der Typ guckt genau die Meerjungfrau an. Okay. Da ist sie dann X. Es markiert immer ein X irgendwo eine Stelle. Und natürlich hat man immer eine Schaufel dabei oder einen Klappspaten. Aber was sich darunter befindet, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Episode. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.